Hallöchen Freunde und willkommen zurück zu Subnautica Below Zero. So, wir werden jetzt erstmal ein wenig die Gegend erkunden und schauen, ob wir irgendwo Titan finden. Dass wir gegebenenfalls sogar mit dem Krebs abbauen können, mit unserem Dofus. Oh, nö. Weil wir müssen nämlich noch ein paar Add-ons bauen für ihn. Frachtraum, Wurfhakenarm. Und da mangelt es gerade halt an Titan und an Blei. Deshalb Blei sehr gern gesehen und Titan ebenso. Ja, ein Silber kann man mal mitnehmen vereinzelt. Aber ansonsten liegt unsere Priorität auf dem, was wir momentan brauchen. Kupfer eher nicht so. Ja, Freunde, und dann können wir auch anfangen, dass wir dann vielleicht noch das ein oder andere Abteil in die Seebahn mit einbauen, um dann mit der Seebahn länger autark irgendwo agieren zu können. Und unendliche Tiefen dann zu erforschen. Momentan ist es ja so. So, den brauchen wir gerade nicht. Wir brauchen Kryanit. Damit wir das nächste Tiefmodul bauen können. Wobei ich noch nicht genau weiß, in welcher Gegend wir denn dann so tief hinunterkommen. Das habe ich noch nicht so ganz raus. Aber da werden wir, denke ich mal, auch früher oder später dazu kommen. So, 10 Titanen, das ist jetzt noch nicht allzu viel. Das ist gerade mal das, was wir hier brauchen zum Basteln. Erstmal Luft holen. Und natürlich mehr Blei. Wir brauchen 2 Lithium, 3 Lithium. Wofür brauche ich denn noch Blei? Achso, 3 Blei brauche ich für das Seebahnabteil. Ich vergaß. Und da brauchen wir natürlich auch wieder Titan ohne Ende für die Plaststallbahn. Ja, ja, so ist das. Das Leid der Suchenden, die nicht haben. So, jetzt hole ich da hinten noch ein bisschen die Gegend ab und dann bauen wir uns zumindest erstmal all das Zeug fertig, was wir für den Krebs brauchen. Und ich weiß leider nicht mehr. Ich glaube, das war da, wo die Pilotin war, mit dieser unterirdischen Basis, mit der guten Dame. Da war das, glaube ich, wo wir die Tauchflasche mit ultra hoher Kapazität gefunden haben, anteilig, ne? Bin mir nicht mehr sicher, deshalb mal gucken. Vielleicht haben wir Glück und das ist ja, vielleicht haben wir auch Pech und das ist nein. Meine Maus ist schon wieder so schnell, aber die ist auf der langsamsten Stufe. Ehrlich, ich krieg die nicht mehr langsamer, ich krieg die nur noch schneller. So, hier vielleicht irgend so eine Erzader mit Blei. Wäre nett. Ich darf auch nicht so weit unter das Eis, nicht, dass sie nicht mehr hochkommen. Ist auch ein sehr, sehr unschöner Tod, kann ich mir vorstellen. Wenn du siehst, da oben ist Luft, aber du kommst nicht hoch. Weil einfach, keine Ahnung, eine 5 cm Eisschicht drüber ist. So, Silber, nein. Ach, das Licht ist schon an. Das kam mir so dunkel vor. Grüß Gott, ich suche Blei. Mindestens noch 2, wenn nicht sogar ganz viele. Mobile Fahrzeugstation, sehr nett. Hallo, guten Tag. Guten
Tag. Danke sehr. Warte mal. Guck mal hier. Titan. Mist, ich dachte, vielleicht haben wir Glück. Kann ich nicht mitnehmen? Doch. Sauerstoff. Hier. Wenn sie mir Blei bringen würden, die Jungs, das wäre nett. Oh, oh. Überall die Dahn. Manu. Gibt's da schon wieder? Ja. Ja, die dann brauche ich jetzt erstmal nicht. Ja. Halt die Backen. Hallo. Hast du was für mich? Blei, danke. Mehr Blei. So, ich irre hier irgendwie durch das Höhensystem und weiß eigentlich gar nicht so richtig, wo ich raus soll, ne? Ui! Da ist der nächste. Bin ich doch schon so weit geschwommen? Echt krass. So, jetzt gehen wir gleich nochmal nach oben. Ein bisschen Luft tanken. Komm schon, ein Blei noch. Ach nee, brauche ich noch irgendwo emailliertes Glas? Nee. Das heißt, Glück gehabt. Da brauchen wir nicht noch mehr Blei. Hier war ich, glaube ich, schon mal, oder? Hallo, Kobolds. Oh, Blei. Blei, 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 Blei. Nee, Lithium. Trotzdem danke. Einer von euch Blei. Blei, Blei, Blei. Ist du Blei? Du Blei? Du Blei? Du Blei? Was ist das? Ach, Silber. Hier war ich definitiv schon. Ja, schade. Dann müssen wir jetzt wieder Richtung Basis. Und gucken, da hatten wir ja relativ am Anfang, hatten wir ja schon mal Glück, dass wir was gefunden haben. Vielleicht haben wir ja noch mal Glück. Kann nicht immer nur Pech haben. Weil Glück kann man haben oder heißen, heißt es auch. Und ich heiße nicht Glück. Habe aber auch noch keins im größeren Maßstab gehabt. Nee, brauchen wir jetzt nicht. Ich meine, hin und wieder hatte ich schon mal Glück. Also wenn man überlegt, ich habe ja mal bei einem Streamer hatte ich mal mitgemacht. Der hat von Star Citizen, kennt ihr da ein oder andere? Da hat der eine Herkules C2 verlost. Die habe ich gewonnen gehabt. Da habe ich mich natürlich gefreut wie so ein Schneekönig. Da hatte ich mal richtig Glück. So, dreimal Blei. Ab nach Hause. Sauerstoff tanken, Batterie aufladen. Sachen bauen.
Ja, moin. Achso, Wurfhaken kann ich noch nicht bauen, aber ich kann zumindest mal ein Frachtmodul kann ich zumindest mal bauen. Das wäre eigentlich gar nicht verkehrt. Und das da brauchen wir noch. Das heißt, wir können uns noch mal ein so ein Modul können wir uns dann noch mal bauen. Jetzt brauchen wir auf jeden Fall dann erstmal die anderen Sachen. Das bedeutet das hier, der Bohrarm kommt weg. Frachtmodul haben wir schon mal eines. Rinder. So, warte mal, wenn ich schon mal hier bin, dann kann ich dann gleich mal hinten noch was spachteln. Ein bisschen was essen. Moin. So, 1, 2, 3 und einer geht weg. Oh mein, klasse. So, dadurch, dass das Inventar voll war, habe ich jetzt natürlich hier schön ins Klo gegriffen, aber egal. Egal, wie schaut es hier mit den Dingern aus? Tipptopp. Die gehen scheinbar echt nicht leer, die Dinger. Oh. So, klack. Ich weiß gar nicht, was ich mit dem ganzen Salz machen soll. So, wir brauchen auf jeden Fall einen Kabelsatz. Das bedeutet zweimal Silber. Das bedeutet einmal Silber. So. Das heißt, das Frachtabteil wäre schon mal safe. Jetzt brauchen wir nochmal ein Lithium. Dann brauchen wir nochmal zweimal Silber. So, der Kabelsatz. Ach nee, wir brauchen einen erweiterten Kabelsatz. Da brauchen wir noch einen Computerchip zu. Und jetzt haben wir natürlich auch keine Korallen mehr. Genarf. Was braucht dieses Benzolgedöns? Oder ist doch Benzol? Genau. Zwei Höhlensporn und ein Geißelknäuch. Njack! Ja, ich habe leider... Oh, chinesische Kartoffel. Ich habe leider nur eins von diesen Dingern dabei. Verdammte Axt. Was brauche ich da? Zack, zack, zack. Der bleibt... Upsi, der bleibt nicht hier. Ah, das ist ärgerlich. Das ist ärgerlich. Ein Plastschneidbahn brauche ich. Den tue ich erstmal zu Krust. Krust, Krust. So. Achso. Drei Blei und der Plastschneidbahn, den. Entschuldigung. So, und der bleibt hier. Genau. Genau so. Ja, dann wissen wir ja, was wir machen, Freunde. Warte mal. Hier würde ich die chinesischen Kartoffeln erstmal anpflanzen. Die wachsen ja jetzt irgendwo. Essen, Trinken nehme ich dann auf jeden Fall mit. So, ich glaube... Ach nee, ich mache erstmal fertig und dann kümmern wir uns ums Essen. So, denn wir brauchen ein weiteres Abteil der Tieferbahn, das Frachtabteil. Hierher! Ausgezeichnet! So, Abteil bewegen. So, das kann man ja irgendwie dann damit andocken, denke ich mal. Vorsicht! Groß und schwer. Das Frachtabteil würde ich auf jeden Fall auf die andere Seite machen. Quasi das nach... Das stöpseln wir direkt an und dann stöpseln wir hinten die Krebsdingsbums an. So, dann stöpseln wir da den Krebs mit an. So.
Sehr schön. Hier haben wir jetzt ein paar Kisten. Ich will nicht den Namen ansehen. So. Das sind 12, 24, 15, 30. Okay, 54 und hier hinten ist dann der Krebs. Okay. So, einmal raus. So, wir könnten uns jetzt höchstens noch, warte mal kurz. Seva, nee, nicht Seva, ein Tiefenmodul. Wir können uns einmal noch das Frachtabteil dann auf jeden Fall mitbauen. Das Frachtmodul. Und dann Erweiterung Krebs. Stufe 1. Rubin, Synthetikfasern, emailliertes Glas. Das haben wir doch schon drin, oder? Nee. Das heißt, wir bräuchten noch dreimal Blei, wenn ich das jetzt richtig verstehe, oder? Oder habe ich das unten liegen lassen? Gehe ich mal kurz gucken. Auf jeden Fall dreimal Titan brauchen wir auf jeden Fall noch. So, bam, bam, bam. Und ich nehme irgendwas, was Blei kostet. Kann man nicht einfach nur Blei damit dran machen? Titan und Blei. So, mache ich das einfach mal rein. So, dann nehmen wir uns mal hier so, zack, 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 ein paar Flaschen Wasser mit. Die packen wir dann schön in die Tiefseebahn. Warte, halt, stopp. Was kostet das hier? Kyanid. Na, danke. Aber wo? Wo sind meine Synthetikfasern dann abgeblieben? Ich hatte nämlich synthetische Fasern gebaut, das weiß ich. Halt. Nein. Okay, Korallen sind leer. Ach, das ist doch. Krebstiefenmodul Stufe 1. Ich nehme mal zwei Energiezellen als Reserve mit. Was kostet das, wenn ich eine Energiezelle baue? Silikongummi. Haben wir noch welchen da? Gummi. Ein bisschen was haben wir noch. Dann können wir hier nämlich mal die Akkus ein bisschen, ne? Warte mal kurz, warte mal kurz, warte mal kurz. So, tak, 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 tak. Mal gucken, ob wir daraus jetzt hier Energiezelle. Ionenbatterie. Ionenenergiezelle. Zwei Ionenbatterie. Ach, das war. Oh, okay. Gold, Silber, Lithium. 1, 2, 3, 4. Hä? 1, 2, 3, 4. Und Lithium. Lithium, Lithium. 1, 2, 3, 4. So. Da können wir uns doch jetzt hier schön Ionenbatterien bauen. So, jetzt haben wir 4 Ionenbatterien. Und dann brauchen wir noch Kabelsitze. Das heißt nochmal 4-mal Silber. 1, 2, 3, 4. Doch relativ kostenintensiv. Das Ganze hätte ich nicht gedacht. So. Ah, da brauche ich nochmal Silikon. So, warte, würde ich sagen,
1000 haben die, ne? Richtig krass. Richtig gut. Akkus, Akkus, Akkus. Akkus hier. Zack, zack. So würde ich das dann mitnehmen. Dann würde ich in der Nahrung. So, zwei Nährstoffblöcke. Wir hauen uns oben dann nochmal den Wanst schön voll. Gibt's hier nur Salz. Wir hauen uns hier oben jetzt nochmal schön den Wanst voll. Die wächst noch. So, eins, zwei, drei. Zack, 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 zack. So. Wanst ist vollgehauen und dann düsen wir los. Halt, oben geht's los. Da bauen wir uns das Tiefenmodul noch in den Krebs. Gucken, wie tief der kommt. Der dürfte dann hoffentlich auch so um die 600 Meter tief kommen. 700 Meter, ausgezeichnet. Handschuhe da und Brille. Da können wir uns auch nochmal irgendwas bauen. Halt. Aber hier ist nochmal ein Frachtraum mit dazu. Ja, okay. Ah, so wird er angedockt. Okay. Vorrat. Hat er einen ganz netten eingestiegen. So, hier oben packen wir dann erstmal die Energie mit rein. Und hier oben gibt es dann Essen und Trinken, sowie die Medizinversorgung nehme ich mal mit. So. Na dann. Auf geht's! Richtung Frack, Richtung Delta. Pilotin, da fahren wir jetzt definitiv mal hin. Ich glaube, da gab es die Tauchflasche mit der ultra hohen Kapazität. So, Waffe aktiviert. Ja, mit mir kriegt er Stress, Freunde. Das ist nicht so einfach mit mir. Ich lass mich ungern essen. Ja, kannst du meckern, so viel du willst. Geh lieber einen Fisch essen. Bekommt ihr eher. So, ich hoffe natürlich auch, dass ich die Ressourcen, die wir gerade richtig viel verballert haben, dass ich die unterwegs auch noch finde. Siehe Blei. Lithium jetzt eher nicht so. Blei, Titan. Den Rest müsste man gucken. Haben wir ansonsten eigentlich eine ganz gute Auswahl bis jetzt. Einen ganz guten Vorrat, meine ich. Das? Ach, das war der Leuchtewal, ne? Der war harmlos. Glaube ich. Glauben ist bekanntlicherweise niemals Wissen. Und wir müssen, wenn wir da unten sind, Rosen-Dingsbumse mitbringen, definitiv. Höhenrosensporen, oder wie sie heißen. So, Piloten. 1000 Meter? Nee. So, genau, hier ging es runter und dann kam man da irgendwie direkt zu der guten Dame. Okay, hier schon mal nicht. Muss jetzt natürlich ein bisschen aufpassen mit dem Umdrehen. Weil wir ja jetzt ein bisschen länger sind. Nicht, dass ich da alles schrotte. Oh, was gibt's denn da? Warning. Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Ja. Wenn du meinst. Wundert mich, dass du mich nicht gewarnt hast, dass ich mehr als 200 Meter unter der Wasseroberfläche bin.
So, Quarz brauchen wir nicht, da haben wir noch genug. Upsi. So, das war auch schon für einen armen Pilot in letztbekannte Position. Na dann. Jo, habt ihr Blei für mich? Ah, das sieht mir doch danach aus, oder? Oder? Man weiß es noch nicht. Ja, das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Ich erkenne die Lampe links. Mal gucken, ob da jemand zu Hause ist. Und ich dachte, hier unten wäre das dann gewesen, wo ich das Kyanid zum ersten Mal gefunden hatte. Kann mich aber, wie gesagt, auch täuschen. Wo war denn hier der Eingang? Ach, ich glaube, ich bin durchs Tauchdock, bin ich, glaube ich, rein, ne? Kann ich das hier nicht reparieren? Na gut, dann muss ich es wohl von außen machen. So, Hallöle. Oh, was ist das denn? Jemand zu Hause? Hallo? Hallo? You again. Ja. Mir ist mir nichts zu sagen. Schauen wir uns doch hier mal ein bisschen um. Schicker Tisch. Kann ich aber auch nichts machen, ne? So gar nichts. Warte, ich versuche mal was. Oh, war da gerade was? Eine Dusche. Okay. Eine Toilette. Ja, das braucht man auch alles, Freunde. Da guckt er. So, wir sind schon wieder am Ende einer Folge. Ich sage vielen lieben Dank fürs Einschalten, fürs Beisein und fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Macht es gut und Tschüssikowski.